weil mir das Thema Jugend sehr wichtig ist. Nicht nur die Jugend, sondern es geht eigentlich schon als Kinder mit Kinderspielplätzen, mit Jugendspielplätzen, mit Jugendkultur. Ich bin der Meinung, dass in Hallein für die Jugend viel zu wenig gemacht wird. Wir haben schon zahllose Anträge für einen Eislaufplatz, wie es heute war, gestellt. Es hat dieses Jugendforum gegeben, aber da ist einfach nichts umgesetzt worden. Und mir persönlich ist das Thema Jugend sehr wichtig. Ich habe selber einen Sohn, der in dem Alter noch ist, sage ich mal, wo man einfach fortgehen will, wo man was erleben will. Es braucht Konzerte, es braucht Plätze für Jugendliche, es braucht Freiräume. Und die Jugend hat es wirklich verdient, dass erstens ernst genommen wird und dass auch Geld in die Hand genommen wird. Und nicht irgendwo ein abgefuckter Bus steht, sondern dass ordentliche Jugendzentren gibt in alle Ortsteile, die auch betreut werden und so weiter und so fort. Ich glaube, dass mir das wichtig ist. Ich bin in die Politik gegangen, nicht weil ich das persönlich in meinen Lebenslauf brauche, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich für die Stadt und für die Menschen in dieser Stadt was bewirken kann und mir das wirklich ein Herzensbedürfnis ist, weil ich liebe diese Stadt und ich mag die Menschen in der Stadt sehr gern und von daher versuche ich möglichst vieles umzusetzen, was für die Leute einfach gut ist. Das Erste, was ich verändern würde, das ist einfach der Stil in der Gemeindevertretung, weil es mir wichtig ist, dass man alle an einen Tisch holt und egal welche Partei jetzt einen guten Vorschlag bringt, den auch umsetzt. Nicht nur abschmettert, weil er von jemand anderem kommt und ins Lächerliche zieht oder als eigenen Vorschlag verkauft, sondern dass man wirklich jeden Vorschlag, egal woher er kommt, ob er von der Jugend kommt oder von älteren Menschen kommt, ernst nimmt, ernsthaft beurteilt und schaut, dass man das Beste einfach gemeinsam rausholt. Ich sehe es bei meinem Sohn. Mein Sohn ist sehr politikinteressiert. Ich denke mir, dass man zur Jugend über die Themen kommt. Jugend sind meiner Ansicht nach sehr politikinteressiert, aber zum Teil vielleicht schon Politik verdrossen, weil sie sehen, dass immer nur geredet und geredet wird, aber nach den Wahlen dann anders gehandelt wird. Und wir müssen die jungen Menschen wieder einbinden. Wir müssen auf ihre Bedürfnisse schauen und wir müssen sie ernst nehmen. Und ich glaube, dass dann das Interesse für die Politik auch bei der Jugend wieder kommt. Ich bin ab und zu ein bisschen zu ungeduldig. Ich glaube, ich will immer möglichst viel, möglichst schnell erreichen und ich bin 36 Jahre jetzt in der Privatwirtschaft und da wird ganz ein anderes Tempo vorgegeben als in der Politik. Ich arbeite nach wie vor noch Vollzeit, berufstätig. Politik ist derzeit, sage ich mal, ein großes Hobby von mir, das ich aber sehr ernst nehme und ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Chance bekomme, Bürgermeister zu werden. Aber das Tempo in der Politik, das Lähmende, das ist das, was mich hier und da ein bisschen ungeduldig, zum Teil auch ein bisschen zornig macht, dass man sagt, es wird immer sehr viel geredet und dann wenig gemacht. Und man schaut nicht, so wie es in der Wirtschaft ist, dass man gemeinsam möglichst weiterkommt, dass man das Ziel nie aus den Augen verliert, sondern es gibt immer ein bisschen so einen gegenseitigen Neid und einen gegenseitigen Krieg, wie man den anderen was blockieren kann und dem anderen seine Ideen schlecht machen kann. Und da, glaube ich, müssen wir weg und das ist das, was mich ein bisschen stört und wo ich hier und da einfach zu ungeduldig bin.